Rahmen der E3 zusammengesetzt mit Federica Mogherini, den französischen und den britischen Kollegen, haben auch über das Nuklearabkommen gesprochen, sind uns einig, dass wir es erhalten wollen, dass wir vom Iran erwarten, dass er seine Verpflichtungen auch einhält. Wir werden jetzt daran arbeiten, dass das Zahlungsinstrument INSTEX auch operationalisiert wird. Aber wir halten dieses Nuklearabkommen weiterhin für die Grundlage dafür, dass der Iran keine Nuklearwaffen haben wird in Zukunft. Und das halten wir existenziell für unsere Sicherheit, auch für unsere europäische. Und deshalb halten wir an diesem Abkommen fest. Es hat auch bilateral ein Treffen mit Mike Pompeo gegeben, in dem ich das auch noch einmal deutlich gemacht habe, auch dass wir besorgt sind hinsichtlich der Entwicklung und der Spannungen in der Region, dass wir nicht wollen, dass es zu einer militärischen Eskalation kommt und dass wir der Auffassung sind, dass das Abkommen, das Nuklearabkommen mit dem Iran die Grundlage dafür ist, dass der Iran keine Nuklearwaffen hat und dass wir deshalb an diesem Abkommen auch festhalten werden. Ich glaube, das ist in der Situation, in der wir uns befinden, auch aktuell, was die Lage vor Ort angeht und die Entwicklung bei den Schiffen, die es dort gegeben hat, mehr als sinnvoll ist, wenn der amerikanische Außenminister das Gespräch zu seinen europäischen Kollegen sucht. Das ist auch gut so. Und dass wir beim Nuklearabkommen unterschiedliche Auffassungen haben, aber die gleichen Ziele verfolgen, nämlich keine Nuklearwaffen für den Iran, eine andere Rolle des Irans in der Region. Das ist unbestritten so, aber wir gehen halt unterschiedliche Wege und es ist gut, wenn wir die Wege nun einmal unterschiedlich gehen, dabei so gut und so viel wie möglich miteinander kommunizieren. Und dazu hat sein Besuch heute beigetragen und das fand ich gut. Unser Ziel ist es immer, mit dem Iran im Gespräch zu bleiben, auf der Basis des Abkommens, das wir haben. Im Moment sehe ich nicht, dass es ein besseres gibt oder auch keine Vorschläge für ein besseres Abkommen. Und deshalb ist es, wie ich finde, verantwortlich, an dem, was man hat, festzuhalten und alles dazu beizutragen, dass die Lage dort vor Ort nicht weiter eskaliert. Danke. Danke.